wieder Melli von Mellis Koch- und Backparadies.de. Heute habe ich wieder ein Rezept aus der Rezeptewelt, was ich euch präsentieren möchte. Und zwar schlicht und einfache Käsebrötchen. Und zwar liegt meine Freundin momentan gerade mit ihrer frisch geschlüpften Tochter im Krankenhaus. Und sie isst ganz gerne Käsebrötchen. Und da habe ich mir gedacht, dann bringe ich ihr heute mal ein paar Käsebrötchen mit. Und das Rezept präsentiere ich euch heute. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, dann geht es denn jetzt wieder los. Und zwar, ihr benötigt jetzt erstmal Wasser. Und zwar 230 Gramm. Das wiege ich jetzt erstmal ein. Ja, 235, ja, können wir mit leben. Und ein Würfel Hefe. Der wird jetzt wie immer bei jedem Hefeteig 2 Minuten auf Stufe 1 bei 37 Grad erwärmt. So, Deckel drauf. Und los geht's. Super. Jetzt benötigt ihr 500 Gramm Mehl. Ich benutze jetzt mal das 550er. Im Rezept steht 405er, aber das hatte ich jetzt gerade nicht da. Also nehme ich 550er. Das Pack ist immer ganz gut, auch für Hefeteige. Und ich finde es auch immer ein bisschen schöner, weil sich der Teig auch ein bisschen besser verarbeiten lässt. So, dann wieder auf die Waage. Und 500 Gramm wiegen wir jetzt mal eben ein. So, 500 Gramm. Dann brauchen wir einen Teelöffel Salz. Und einen Teelöffel Zucker. Den kneten wir jetzt 3 Minuten auf Teigstufe. Ah, wieder was vergessen. Ich habe noch das Öl vergessen. Ha. Da macht ihr noch bitte 50 Gramm Öl noch rein. Also ich benutze Sonnenblumenöl. Ihr könnt, denke ich mal, auch Rapsöl benutzen. Ich nehme jetzt mal Sonnenblume. Das ist auch immer ganz lecker. Man sollte sich auch mal ein bisschen ans Rezept halten und auch nichts vergessen, wenn man ein Video dreht. Aber ich denke mal, das verzeiht ihr mir auch. So, jetzt ist das Öl auch drin. Danke auch an den lieben Kameramann Jörg, der mich daran erinnert hat, dass das Öl vergessen wurde. Das ist immer ganz schön. So, nochmal von vorne. 3 Minuten. 3 Minuten auf Teigstufe. Da geht ihr hier auf die Ehre und dann auf Teigstufe und go. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt ist der Teig 3 Minuten schön geknetet worden. Der löst sich jetzt auch wirklich so wirklich aus dem Mixbecher heraus. Ich zeige euch das mal eben. Ich stelle mal eben den Thermomix ein bisschen zur Seite und zeige euch auch mal einen Trick, wie ihr am besten und relativ unbeschadet den Hefeteig aus dem Topf bekommt. Und zwar dreht ihr um und dreht an diesem Rädchen hin und her und da flupscht der einfach raus und der Deckel ist, oder der Mixbecher ist fast sauber. Den Rest, den könnt ihr eben auch mit dem Finger oder mit dem Teigschaber rausholen. Auf jeden Fall ist er eigentlich recht schnell sauber und es bleibt nichts über. So, jetzt haben wir den schönen Teig. Der ist auch wirklich schön, schön griffig. Den mache ich eben ein bisschen auf Spannung, damit der gleich schön gehen kann. So, formt jetzt am besten zu einer Kugel. Und dann packe ich ihn hier in die große Nixe, Deckel drauf und
Und so ungefähr 10 Minuten brauche ich eigentlich nur gehen an einen warmen Ort. Ich habe jetzt meinen Backofen auf 50 Grad vorgeheizt und wieder runtergeschaltet. Da kommt er jetzt rein und wir sehen uns gleich wieder. So, dann brauchen wir noch so ungefähr 300 bis 400 Gramm Käse gerieben. Dafür benutze ich von Pamperchef unsere Microplane Reibe und die ist total super. Es gibt noch einen Restehalter dazu. Ich reibe das jetzt mal einfach alles vom Stück her. Ich habe schon mal was vorbereitet, aber ich möchte euch ganz gerne zeigen, wie es funktioniert. Und zwar, die ist wirklich sehr scharf. Also die ist normalerweise, kommt die zusammengeklappt, kommt die zu euch nach Hause mit einer Schutzklammer oder Klappe. Und ihr müsst einfach nur euren Finger hier dran nach oben ziehen und dann könnt ihr einfach bewegen. Ich möchte sie einfach hingestellt haben oder ihr benutzt sie einfach so mit der Hand. Ich stelle sie einfach hin und fange einfach an zu reiben. Das ist total einfach und einfach genial. Die ist sehr scharf, also bitte vorsichtig sein mit euren Fingern, aber es läuft wirklich wie geschmiert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich halte euch das mal hier so in die Kamera. Ihr bekommt ganz schöne Flocken. Ja, und ich reibe jetzt noch eine Runde weiter und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Der Teig, der hat jetzt 10 Minuten gegangen. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist, aber er ist schon wieder hier. Ich habe jetzt ihn gerade ausgewogen gehabt und der wiegt jetzt ungefähr 800 Gramm. Also müsste je Brötchen, laut Rezept sollen 10 Brötchen rauskommen, 10 Teiglinge 80 Gramm abgestochen werden. Und zwar, ihr benutzt jetzt erstmal oder macht den Hefeteig jetzt erstmal ein bisschen schöner, damit er nochmal auf Spannung kommt. Ich benutze dafür unseren Teigausroller und falte den immer wieder und roll ihn immer wieder aus. Also so kommt er immer schön auf Spannung. Und ihr bekommt nachher ganz tolle Brötchen, die total aufgehen. Und das ist eigentlich ganz schön. Das macht ihr jetzt so ungefähr so 10 Mal. Das ist in Ordnung. So, jetzt ist auch richtig schöner fester Teig. Und ich forme jetzt erstmal eine Rolle. Ich nehme einfach meine Waage ran und steche mir 10 Teiglinge a 80 Gramm ab. Ja, 120 ist ein bisschen viel. So, noch ein bisschen. Ja, passt schon. Ja, das mache ich und wir sehen uns gleich wieder. So, ich zeige euch einmal mal, wie ich die Brötchen mache. Ich habe jetzt schon 9 Stück fertig gemacht. Und zwar, ich mache es genauso wie mit dem großen Teig. Einmal die Brötchen immer ein bisschen glatt mit unserem Ausroller ausrollen und immer wieder auf Spannung bringen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Hefeteig braucht Spannung, damit er gut aufgehen kann. So, ein paar Mal mache ich das jetzt. So, immer mal wieder platt drücken und so. Und jetzt mache ich das so wie beim Bäcker, der, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, immer hier so nach unten drücken. Immer ein bisschen rollen und immer hier so auf Spannung bringen, so dass das nachher eine schöne Kugel gibt, die auf Spannung ist. So, jetzt habt ihr eine schöne Kugel, die setzt ihr hier mit drauf. Jetzt hole ich mir mal den Zauberstein ins Bild. Haben wir gut die Brötchen. Ihr seht, die gehen auch so langsam auf. Ich drücke die ein bisschen platt. Die gehen nachher von alleine wieder nach oben. Und jetzt wird es einfach mit Käse gut bedeckt. Das sieht viel aus, ist nachher auch viel, aber es sollen ja auch Käsebrötchen werden und keine Brötchen, da wo ein bisschen Käse drauf ist. Einfach hier oben, das verläuft ja nachher von alleine. Und ja.
Also laut Rezept sollte es normalerweise in Streifen draufgelegt werden, aber ich finde, glaube ich, mit geraspeltem Käse ist es einfach schöner. So, ich denke, wir haben es. Also laut Rezept soll es normalerweise ja auf dem Backblech bei 190 Grad bei Umluft 15 bis 20 Minuten. Ich probiere es jetzt mal mit Ober- und Unterhitze und zwar bei 200 Grad, auch so zwischen 15 und 18 Minuten. Mal gucken, ob es was wird. Bis gleich. So, die Brötchen waren jetzt 22 Minuten, also es ist ein bisschen länger geworden, weil ich dann noch nie mit Ober- und Unterhitze gemacht habe. Die waren jetzt 22 Minuten drin. Also ihr müsst immer gucken, was euer Ofen so macht. Weil jeder Ofen ist ja mal verschieden, auch so mit der Hitzeverteilung. Meine waren jetzt 22 Minuten drin und die sehen echt klasse aus. Ich zeige euch die mal in die Kamera. Mal gucken, ob ihr das so sehen könnt. Ganz schönes Brötchen. Und die sind echt schön fluffig auch so von innen und auch total lecker. So, ich komme mal wieder in die Kamera. Das kann man, glaube ich, gut sehen. Und ja, ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken. So, das war's für heute wieder. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar hier bei YouTube oder kommt auf meine Homepage mellyskoch- und backparadies.de. Ich würde mich freuen. Bis denne, eure Melli.